klappert hier alles, weil der Wind hier so pfeift. Hier riecht es streng. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Aber das ist ja auch wild hier, ne? Macht es Regen. Hier geht's rein. Weiter. Hier ist das Labor. Leute, es geht schon wieder wild her. Irgendein Lost Place. Das ist eigentlich gar nicht auf dem Schirm gewesen. Weil wir müssen den Weg lang. Hier ist auch irgendwie ein Gebäude schon. Aber es geht zu einer alten Fabrik. Richtig spannend. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Krass. So Reisekoffer, ne? Von früher. Aha. Okay, krank. Da ist sogar noch Unterlagen. 2000. An voll vielen Personen. Mhm. Was ist das denn? Grundvermehrter Rückfragen zum Batterietausch. Okay. Mysteriös. Alter. Jo. Da geht's auch noch so weit. Runter. Aber hier sind noch voll viele Sachen dran. Hey, das sieht voll krass aus, Alter. Oder ist das schon das Ding? Nee, ne? Ist runtergekommen, aber irgendwie noch voll viel drin. So. Die Toiletten. Ja, da hinten auch. Ah, nicht so wie hier. Aber hier noch so PC-Monitore. Hm. Krass. Guck mal, da hinten geht's auch weiter. Das ist in der Werkstatt, oder? Ja. Ja. Hm. Hier hängt ein Kalender. 2004. So ein Bahnhofsgebäude, ne? Vielleicht irgendwie. Keine Ahnung. Für die Züge irgendwie? So eine Werkstatt oder? Weil da auch irgendwas mit Batterietausch stand. Oder für die Fahrzeuge von der Bahn oder sowas. Keine Ahnung. Aber jetzt geht's auf jeden Fall erstmal da den Weg lang. Hm. Hey, sind auf jeden Fall mehrere Gebäude. Ja, guck mal hier, altes Bahnhofsgebäude alles. Und da wollen wir eigentlich gar nicht hin, sondern da hinten. Oh, das Ding ist doch abgefahren. Guck dir erstmal das Dach an, Alter. Da guck mal den Balken, wie der da wackelt. Okay. Okay. Und was wird das? Oh, da hinten ist auf jeden Fall wieder Licht. Wir sind da. Ist halt auch alles zerbombt und so, ne? Sieht halt nicht aus, als ob sich irgendwer drum kümmert. Weil jede Scheibe eingeschlagen und alles. Boah. Ist ein Busch und so, ne? Hier war sowas wie so ein Schaltraum irgendwie. Da auch was. Wir gucken erstmal von außen ein bisschen. Was ist da? Da sind noch irgendwie so Lagerhallen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die Ecke hier ab, die Seite. Okay. Ah, das ist so Heizraum oder was? Ne, was ist das? Was ist das denn? Ein Ofen also gewesen, glaube ich. Hm. Hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht hier durch den Keller oder so. Weil die Räume sind alle geschlossen irgendwie. Also würde man runterkommen. Ja. Oder hier die Tür. Vielleicht hier durch tatsächlich.
Ja, hier liegt halt alles voller Müll irgendwie. Hat jemand hier angelehnt mit der Scherbe? Wie? Ich habe gerade die Tür aufgemacht, der Bike ist umgefallen, die Scherbe ist runtergefallen. Aha. Komisch. Boah, Alter. Okay, das sieht schon wild aus, ne? Leute, ich weiß einfach gar nicht, was hier was ist. Ich kenne mich damit null aus. Aber vielleicht kennt ja einer von euch sich genauer aus und kann das mal in die Kommentare schreiben. Hier sind auf jeden Fall einige Kessel, irgendwo, wo du lang gehen kannst, oben auf so einem Podest. Und darunter war halt auch hier irgendwelche Behälter. Hier wie so eine Pumpen oder sowas. Und hier unten alles voller Wasser. Okay, wollen wir da hochgehen? Dann die Kurve Seile und Seile von der Decke gespannt. Aha. Oh, da drüben ist schon aktives Gelände. Oh, sehr zugewuchert, deswegen geht das. Ja, das mit den Seilen ist merkwürdig. Ne? Ach, das ist ein Fahrstuhl oder so. Ja, hier soll auch irgendwo noch so ein Labor sein. Ich hasse so eine Treppen irgendwie, ne? Krieg ich immer Höhenangst. Kannst halt auch bis unten gucken. Zum Glück haben die keine Gitter, wie hier. Junge. Es wird sogar noch höher gehen darauf. Hier geht's, glaube ich, auch gar nicht weiter, ne? Was war das denn hier? Auch irgendwie so Pumpen oder was? Ja, oder da links. Ah, hier ist das mit den Seilen, ne? Guck mal, was ist das hier? Was ist das? Wie so Tapete fast, so dickes Papier. Oh, hier geht's auch noch, ja. Guck mal. Kommt man da lang? Ja, ne? Ja. Hier waren noch nie Büros. Glaube ich mal. Sanitär. Toilette, Frauen. Hier waren noch so Schaltkästen. Oder Stromkästen. Hier ist das Treppenhaus. Okay. Ja, das war das Labor hier. Alter. Aber man sieht schon, alles kaputt gemacht. Boah, was ist denn da? Man sieht schon, was ist das hier für ein Pulver? Guck mal, hier ist so ein weißes Pulver. Da hinten geht es aber irgendwie noch weiter. Übers Dach. Also es geht noch ein Stück auf jeden Fall. Es waren hier Labore. Alles mit den Tischen. Die wahrscheinlich sämtliche Tests gemacht und alles Mögliche. Vielleicht finden wir auch noch eins, was besser im Schuss ist. Boah, hier sind direkt die Schienen, aber da ist ja auch noch so ein anderes Gebäude. Ich weiß nicht, ob wir hier lang gehen. Da kommt man nicht lang, ne? Gucken wir mal im Gebäude, ob man hier lang kommt. Ich habe jetzt keinen Bock, übers Dach zu gehen. Was ist das? Auch Toiletten. Zerschlagener Raum. Boah, was war denn das? Das hat gerade wieder übelst geschachert. Das ist raus, hm? Nee, hier hinter ist noch eine Riesenhalle. Ich hab der Riegel oben für die Tür genommen. Meinst du? Doch. Hier riecht's streng. Leute, ich will gar nicht wissen, was das ist. Auch alles angelaufen, die ganze Decke schon hier. Boah, das ist ja auch wild hier, ne? Was ist das, so Sauerstoffpollen oder Gaspollen oder was? Oder irgendwie so ein Druckbehälter, so ein Drucksausgleichsbehälter oder so? Junge, Junge, Junge. Krasses Ding. Ich find's schon interessant irgendwo, muss ich sagen. Dahinter ist noch ein Gebäude, ne? Hier unter wird wahrscheinlich auch so sein wie da drüben unten, ne? Ja. Boah, hier sind wir richtig nah jetzt da, ne? An dem
denke, da steht Feuerwehr. Ich weiß nicht, guck mal, das da drüben. Das ist doch auch Lost. Doch, ja, das würde ich schon sagen. Müssen wir auf jeden Fall. Boah, da stehen schon Autos und so. Müssen wir auf jeden Fall unten irgendwie raus und dann da lang. Okay, wir müssen hier runter. Shit, da kommen wir raus. Ah, das passt, das ist alles stabil. Hier ist so laut. Ja, wir müssen jetzt hier raus. Bin ich mal gespannt, vielleicht sind da drüben auch noch Labore oder irgendwie so. Alter. Die bauen hier direkt. Da steht ein fetter Bauzaun. Krass, Leute, hier. Noch diese Wegen hier. Okay. Was war das? Das Seltsame ist, da vorne ist so ein richtig fetter Bagger. Direkt hier vor steht auch was auf der anderen Seite. Ja, ja, so ein Bagger und Bauzaun und alles und frische Erde oder was weiß ich. Ah, krass, das haben wir gar nicht gesehen. Noch eine Werkstatt. Da gehe ich jetzt nicht extra rein. Meinst du das? Ne, ist auch eine Werkstatt, ne? Noch die Schweißmaske. Jo. Oh, wild. Da drüben wäre eine Tür offen. Ja, so Ersatzteillager und. Ja, keine Ahnung, geschweißt und so. Wahrscheinlich, ne? Hauptsache. Was ist das? Ein Kennzeichen davon? Ja. Boah, das klappert hier alles, weil der Wind hier so pfeift. Aber hier kommen wir gar nicht lang. Kommen wir nicht lang. So links rum. Hier lang. Hier ist noch ein Container. Da gehen wir nicht lang. Wieso? Steht direkt im Auto. Ehrlich? Ach, das ist auch nur ein schmales Gebäude. Ist relativ schmal. Brandmeldezentrale ist das. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Nee. Ja, das sieht richtig neu aus, dem Kabel auch. Nee, glaube ich nicht. Boah, komisch, dass. Was ist das Ding da? Das ist so wie so eine Sirene, weißt du, und dann mit so einem Kabel da so halb. Von da kommen wir nirgendwo rein. Da ist auch, da ist direkt ein Bauzaun. Höchstens hier rum. Oder da die Tür vielleicht. Die ist schon verzogen. Okay, okay, okay. Jetzt ein bisschen hoch. Aber Leute, ich glaube tatsächlich, das war wie so ein kleines. Hier geht's rein. Sehr zerwüstet. Alter, hier ist das Labor. Auch alles zerschossen, aber. Oh, ich will hier nicht durchgehen, ne? Nee. Weiß, was hier liegt, aber. Kannst du mal. Krass. Heftig. Das war wahrscheinlich auch ein Labor. Ich weiß nicht. Wollen wir hochgehen? Ich glaube, einen Blick würde ich noch wagen, schnell hoch und dann raus. Also einmal kurz hier gucken. Boah, jede Tür klappert. Okay. Da sind gerade welche.
Das habt ihr nicht gesehen, hinten durch den Bauzaun aufs Gelände von dem Aktiven. Ganz komisch. Und was ihr noch nicht gesehen habt, wir sind vorne hier an so einem Bewegungsmelder vorbei mit Solar, das Ding hier. Da sieht man das runter. Keine Ahnung. Leute, sehen uns gleich wieder. Yeah. So Leute, jetzt wieder im Auto. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Bewegungsmelder waren oder so, weil das Ding war schon so zerschossen. Könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, was eure Vermutung ist. Ja, leider sehr runtergekommen, trotzdem noch interessante Sachen dabei und so. Zum Schluss, ihr konntet es halt nicht sehen, weil es zugewuchert war und ich habe es halt so auf dem Boden gefilmt. Oder ich habe gar nicht gefilmt, ich habe es durch ein Fenster gesehen, wo ich gerade runtergegangen bin, weil da nichts war. Dass da welche raufkamen, deswegen sind wir nur kurz ein Stück gerannt, dann entspannt runter. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, das hilft immer weiter. Oder einfach mal einen Kommentar. Abonnieren, vielleicht auch eine Kanalmitgliedschaft, wenn ihr es feiert. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt dran, bis dann. Alice Adventure auf der Suche nach dem Thrill. Geisterstädte, dunkle Flure, das ist, was er will. Mit Cap auf dem Kopf.